Hallo, hier der nächste Teil meiner Entity Framework Webcast Serie. Heute beschäftigen wir uns mit dem ganzen Testen, sprich Unit-Test schreiben für unsere Abfragen, beziehungsweise auch in der Business-Logic, wie kann ich hier Abfragen simulieren gegen die Datenbank und natürlich dann auch die Ergebnisse, um damit zu arbeiten. Das war ja einer der wesentlichen Punkte, die wir seit Version 1, also sprich seit meinem ersten Webcast, erreichen wollten. Und ich habe das hier schon mal angefangen zu programmieren. Als Testing Framework verwende ich Machine Specifications. Das wird primär von Alexander Groß momentan weiterentwickelt. Ich habe das hier schon eingebunden. Das gibt es also auch bei NuGet. Einfach mal Install Package Machine Specifications eingeben. Und das läuft. Dann verwende ich zum Mocken Fake It Easy. Hier gab es vor kurzer Zeit ein wichtiges Update, welches Fake It Easy selbst wiederum unabhängig von Castle Windsor macht. Das war also für uns sehr wichtig, weil wir ja als IOC-Container Castle Windsor verwenden. Und es geht inzwischen nun eben problemlos, dass man Castle Windsor eine andere Version verwendet als die von Fake It Easy selbst. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich habe mal die Referenzen hinzugefügt. Wir fangen an mit der Query. Viele haben mir geschrieben, warum ich denn in der Unit of Work, schauen wir nochmal ganz kurz rein in die Contracts, in der Unit of Work, warum ich hier denn Entities anbiete und dann hier iQueryable. Das war eher für Leute gedacht, die ungern mit fertigen Queries arbeiten und native Link-Abfragen. Ich persönlich kann das nicht empfehlen, weil man eben die ganzen Link-Statements auf in seinen Schichten verteilt und weil es doch sehr spezifisch ist und es sich auch nicht mehr ganz so gut testen lässt, was wir jetzt dann nachher sehen werden. Persönlich würde ich einfach empfehlen, schreibt euch Queries, dann könnt ihr auch ein bisschen Redundanzen aufheben, weil was wäre denn jetzt, wenn der eine Entwickler schreibt eine Query, die Employees abfragt, und zwar anhand der ID, und der nächste macht es auch wiederum, und jetzt stellt man später fest, ja, die ID ist nicht das einzige, auf das man filtern muss, vielleicht arbeitet ihr noch mit so einem Is-Deleted-Flag, und dann muss man es eben wieder in jeder Query ergänzen, sprich also die typischen Probleme, die man mit Redundanzen hat. Kann man sich hier natürlich einfangen. iQueryable ist auch sowas, das war manchen schon zu spezifisch. Man muss hier nicht unbedingt iQueryable verwenden. Man könnte auch was anderes. Ich habe das jetzt, wie gesagt, gemacht, dass das Ganze ein bisschen komfortabler ist. Also iEnumerable wäre durchaus auch denkbar. Persönlich würde ich es am besten gar nicht verwenden. Kann man also, wie gesagt, einfach rausschmeißen und dann geht ihr hier über Execute Query. Ja, so viel zu dieser Frage. Hier hatten wir eine Query schon mal geschrieben, die getAddressByCity, und jetzt wollen wir natürlich unsere Datenbankabfragen auch testen, dass wir die auch richtig programmiert haben, und wollen aber dafür nicht natürlich immer die Datenbank haben, sprich wir möchten keinen Integrationstest, wo die ganze Datenbank hochgefahren und aufgebaut wird, sondern wir möchten einen simplen Unit-Test, und das Ganze sieht dann so aus. Ich habe hier zwei Stück vorbereitet, beziehungsweise vielleicht schreibe ich erstmal kurz einen so, damit man das Ganze nachvollziehen kann, weil MSpec vielleicht nicht jedem geläufig ist. Also ich gebe hier mal, das geht jetzt hier leider nicht, das muss ich mal in Resharper noch einstellen, dieses Kürzel Spec, und jetzt sage ich, was ich hier testen will, getAddressByCity. So, das lasse ich jetzt einfach mal so, jetzt kopiere ich mir das wieder hier rein. Also ich habe die Konvention, dass die Unit-Tests immer in der gleichen Klasse liegen, also in der gleichen Datei, die wie die zu testende Klasse heißt, nur um Specs ergänzt. Und die Specs liegen bei mir eigentlich immer in der Assembly, in der auch die zu testende Klasse ist. Sprich, man braucht dieses Internal, Visible to Internal, bla bla bla, braucht man nicht. Man kann seinen Build-Agent ja so einstellen, dass eben per Konvention alle Klassen, die mit Specs enden, rausgeschmissen werden. Das heißt, wenn ihr das deployt, werden die dann auch wieder weg.
Und so umgeht man eigentlich ein paar lästige, ja, Problemfelder, die man sich eventuell einhandelt, wenn man eben nicht alles öffentlich machen möchte, nur um das testen zu können. Und anhand von der Konvention hat man auch immer sofort die Specs im Auge, sprich, wenn jetzt ein Entwickler hergeht und passt einen Code von einem anderen an, weiß er, okay, das sind auch gleich die Specs, müsste ich eventuell anpassen, weil ich ja eine Änderung an der Logik dazu mache. Von daher, wir sind mit dieser Methode bisher recht gut gefahren, beziehungsweise ich klappe das mal zu. Wir sind aktuell hier drin, ja. Also hier ist die Klasse getAddressedByCity und die Spec, beziehungsweise die Tests heißen jetzt getAddressedByCitySpecs. Ich hoffe, das war verständlich und jetzt füge ich das hier nochmal ein. In diesem Subject kann man eben noch genauer angeben, was genau getestet werden soll. Man kann hier statt TypeOf, könnte man hier auch Text schreiben, der nachher schön angezeigt wird, bla bla bla, ja. Ich mache das jetzt allerdings mit diesem Type-Off. Vielleicht mache ich mal einen separaten Webcast zu MSpec. Da sieht man dann auch, was die Vorteile sind. Also MSpec ist ein Behavior-Driven Framework. Sprich, man schreibt, was gegeben ist und was erwartet wird. Und das möglichst in der Business-Sprache, beziehungsweise in der Domain-Sprache. So, und ich würde jetzt mal sagen, wir schreiben hier erstmal den Fall, dass es eben keine Adresse gibt, die den City-Namen enthält. When addresses contains, ja, sagen wir mal, no matching entry. Es ist alles nicht so sauber, es ist schon 1:30 in der Nacht. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz so das Engagement, mir gute Namen auszudenken. So, was würden wir als Kontext machen? Also der Kontext entspricht in diesem ganzen Unit-Testen Umfeld mit diesem Arrange Act Assert, entspricht das dem Arrange, sprich man baut seinen Kontext auf. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen unsere SUT. Für System Under Test kann man auch besser benennen, wie gesagt, ich mache das jetzt einfach und das ist vielleicht auch die meisten verstehen, weil dieses SUT wird ja sehr oft verwendet. Ich habe das schon öfters auch in der .NET Pro gesehen. So, und dann eben, was ist unser System Under Test? Das ist die entsprechende Klasse. Und der übergebe ich TestCity. Formatieren wir das Ganze noch. So. Und dann würde ich das testen. Das wäre .execute. Das ist ja das, was wir testen wollen. Jetzt sehen wir hier schon, wir bräuchten mal eine Liste oder ein iQueryable von Addresses. Und ich mache das einfach mal so. Lege hier auch wieder ein Field an. Allerdings mit einer iList. Ja, wir hätten eigentlich auch iQueryable machen können. Ist jetzt egal. Und wenn wir uns den Code anschauen, was soll eigentlich passieren, wenn es keinen Eintrag gibt? Ja, dann wird eben eine Exception geschmissen. Persönlich tendiere ich dazu, auch immer ganz genau zu sagen, welche Exception geschmissen werden soll. Beziehungsweise an der Stelle würde ich sowieso eine eigene Exception definieren, damit das Ganze später wesentlich einfacher zu identifizieren ist. War auch so ein Punkt, der vor kurzem auf Facebook besprochen wurde mit dem Gregor Biswanger. Vielleicht gibt er auch demnächst mal noch ein Interview, wie er bei sich dies implementiert hat. Also wie gesagt, mein Vorschlag wäre an dieser Stelle, man prüft hier, gibt es einen Eintrag? Wenn nein, schmeiß eine eigene Exception, wie beispielsweise Adresse mit dieser mit diesem Stadtnamen nicht gefunden. Ja. So. Und das heißt, wir erwarten eine Exception. Deswegen sage ich Exception. Ach, manchmal ist dieses Autocomplete doch nicht so ganz sinnvoll. So, und der Machine Specification bietet hier ein Catch Exception. Und es erwartet eine Action. So. Und jetzt kann man hier einfach machen as Queryable. Sehr trivial, wir hätten auch wie gesagt unten das schon machen können. Und
So, das ist die Exception. Und jetzt, das müssen wir natürlich in unserem Arrange machen, diese Adressen zu definieren. Ich mache das mal so. Gleich New List. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, komm, machen wir eine rein, damit wir sehen, da kommt auch nicht doch irgendwas zurück. Address. City ist gleich Karlsruhe. Unser schönes Karlsruhe ist übrigens aufgestiegen am Wochenende. Platz Nummer Uno. Was mache ich denn? Das können wir wieder wegmachen. Ja, und jetzt könnte man sagen, was erwartet man? Also hier ist eben dieses Assert. Das Because of war das Act. Und jetzt kommen wir zu dem Assert. Und zwar würde ich hier schreiben, vielleicht should throw an invalid operation exception. Aber das würde ich wahrscheinlich anders schreiben, weil, wie gesagt, das wäre jetzt schon was mit der Domäne wahrscheinlich zu vereinbaren wäre, also mit der Fachabteilung. Deswegen würde ich hier nicht schreiben, should throw an invalid operation exception, weil was will damit der Domäne-Fachexperte? Hier müssen wir also was anders machen, aber wie gesagt, ist schon relativ spät. Ich möchte gucken, dass wir das durchkriegen. Und jetzt kann ich hier Folgendes machen: Exception should be of type. Und jetzt machen wir doch hier invalid operation exception. Ja, sodass, wenn jetzt hier quasi eine andere Exception geworfen werden würde, ja, dann ist das ja nicht das, was wir erwartet haben. Sprich, der Unit-Test würde fehlschlagen, dann müsste man gucken, was ist denn hier überhaupt für eine Exception aufgetreten. Sprich, deswegen ist das ist mein Hintergrund, warum ich sage, lieber gebe ich hier explizit dann die Exception an, die geworfen werden soll, damit das nicht irgendeine andere, beispielsweise, wenn auf die Datenbank nicht zugegriffen werden kann. So, Steuerung EF, dann sortierst das Ganze mit Resharper und aus meiner Sicht müsste es alles fertig sein. Und jetzt lösche ich gerade mal hier Fenster und jetzt kann ich das Ganze hier ausführen. So. So sieht das Ganze aus. Das ist also mein Unit-Test. Von MSpec gibt es einen Runner für Resharper und der zeigt das Ganze hier jetzt an und jetzt seht ihr auch, was ich doch zu schätzen weiß hier, wenn man quasi hier mit die Fachbegriffe verwendet, dann wird das Ganze schön formatiert. Das kann man auch als HTML-Report ausgeben und dann steht hier das eben ohne Underscores und so weiter. Und das GetAddress by City ist wie gesagt noch dieses Subject, wo man auch Text reinschreiben könnte. Und dann ist hier when, das ist eben das, was gegeben ist, und dann über should, was man erwarten würde. Und das ist auch genau das, was wir wollten, dass der Unit-Test grün ist. Beziehungsweise ganz korrekt wäre es ja dann, wenn wir TDD machen würden und erst den Test schreiben und dann den Code dafür. So, und dann habe ich noch zwei weitere Tests hier geschrieben. Und zwar habe ich hier TestCity mal angelegt. Habe das eben auch als statische Variable außerhalb definiert. Und hier unten mache ich dann, also gehen wir kurz auf das, was gegeben ist, wenn es Adressen gibt, und zwar mehrere Ergebnisse unserem Kriterium entsprechen, ja, dann soll immer die erste zurückgegeben werden, should return the first address. Und das funktioniert also auch, das können wir hier jetzt wieder ausführen. Zack, ja, funktioniert also auch. Und dann habe ich noch was gemacht, wenn eben einmal diese Test-City hinzugefügt wird und einmal unserer City Karlsruhe, und dann gibt es eben nur ein Ergebnis und auch dieses funktioniert, dann soll es nämlich genau diese Adresse zurückliefern. Führen wir es auch noch aus. So, und dann haben wir hier diese drei Unit-Tests, die eben alles abdecken, was unsere Query beachten muss. Und ich brauche dazu weder eine Datenbank noch einen langlaufenden Integrationstest, der eben das Ganze vorbereitet. Und wie man das auch sieht, ist es relativ klein und übersichtlich. Wie gesagt, welches Framework ihr verwendet, sei euch überlassen. Schaut euch ruhig mal Machine Specifications an. Ich glaube, der Ralf Westphal, nee, der Stefan Lieser war es meines Wissens nach, der hat letztes Jahr mal in der .NET Pro das Framework sich angeschaut und dazu einen Artikel geschrieben.
Ja, also so teste ich jetzt unsere Queries, wie gesagt. Kein großes Hexenwerk, sehr trivial. Ja. Wo man dann auch diese Specs macht, bleibt auch wieder euch überlassen. Wie ihr seht, zieht man sich damit in die Domäne eben das Testing Framework. Deswegen, man kann es auch außerhalb machen. Die Queries sind sowieso public. Würde also gehen, wenn ihr eine eigene Assembly dafür macht. Da aber bei uns im Build-Server das so eingestellt ist, dass die Specs rausfliegen und dann auch diese Referenzen, ist alles wieder in Ordnung. Wie man hier sieht, wir sind immer noch in unserer Domäne frei von jeglicher Technologie des Entity Framework, sprich Referenz auf das Entity Framework. Im Prinzip brauchen wir nur System, System Core und unsere Contracts. Und dann ist gut. Ich muss ehrlich sagen, ich mache immer noch häufig den Fehler, dass ich diese ORM-Implementierung nicht mit dazu schmeiße, weil einfach über den IOC-Container merkt man gar nicht, dass die einem fehlt. Und da muss ich immer so im Nachhinein, ach Mist, ORM-DLL vergessen, muss ich noch mit rein deployen. Deswegen mache ich oftmals schon eine Referenz im Client, obwohl die eigentlich nicht nötig ist. Ich glaube, das habe ich in dem Fall hier auch gemacht. Nee, genau, das haben wir über, ich zeige es gerade nochmal kurz. Das haben wir über den Build Output Path gemacht, und zwar hier. Das wird alles ins gleiche Verzeichnis eben gebildet. So, das war eigentlich, das ist ein relativ trivialer Fall. Jetzt schauen wir uns mal an, was wäre denn, wenn ich eine Business Logic hätte und ich möchte quasi noch irgendwelche Abfragen machen, möchte darauf dann Aktionen ausführen, sprich Domänenlogik. Ich habe das jetzt mal hier reingemacht. Natürlich hätte ich das jetzt nochmal in einer separaten DLL, auch die Kontrakte, sprich die Interfaces, nochmal in einer eigenen DLL, genau wie es bei Persistence der Fall ist. Also ich habe hier die ganzen Kontrakte separat und hier dann die Implementierung. Das gleiche würde ich jetzt eben für die Geschäftslogik beziehungsweise für unsere spezifische Domänenlogik, die wir jetzt, was weiß ich, irgendwo implementieren möchten. Und das habe ich jetzt aber mal kurz in den Client reingemacht, einfach um das jetzt nicht zu übertreiben. Und zwar habe ich hier ein Interface IValidateEmployee. Das Validate ist auch so ein typisches Weasel-Word. Da gab es auch mal einen guten Eintrag in der .NET Pro zu Weasel-Words. Einfach mal reinschauen, Weasel-Words, da findet ihr schon was, was sehr spannend. Ja, und ich habe hier EnsureValidHireDate. Ob es das so geben würde jetzt bei euch in der Geschäftslogik, sei fraglich, weil warum speichert man überhaupt schon ein invalides Hired-Date in die Datenbank? Wer vielleicht mit, so wie wir, mit viel Legacy-Code zu tun hat und updatet dann, der braucht es eventuell. Aber das soll jetzt alles mal nicht stören. Hier ist die Implementierung dazu. Ja, ich implementiere das hier. Und die Abhängigkeit von dieser Klasse ist jetzt einfach zu dieser iUnit of Work, die über den IOC-Container aufgelöst wird. Gerade einen Augenblick, ich nehme einen kleinen Schluck Tee. So. Und übrigens, die Klasse ist auch auf Internal. Und hier habe ich über Ensure Valid HireDate eben diese Implementierung davon. Die erwartet eine Employee-ID. So, und was wir jetzt machen, wäre eben den Employee abfragen. Wie wir hier sehen, verwende ich hier eine fertige Query. Die habe ich jetzt noch nicht getestet. Das ist eine andere Query aus dem anderen, aus der anderen Domäne, sprich aus der anderen Datenbank. Wenn wir kurz hier reingehen. Go to Declaration. Hier verwende ich Single statt First. Auch den Unterschied sollte man kennen. Single gewährleistet, dass auch tatsächlich nur wirklich ein Eintrag in der Liste vorkommen darf. Mit First ist dem nicht gewährleistet. Wenn es dann zwei gibt, schmeißt es keine Exception, sondern es gibt einem den ersten zurück. Single gewährleistet, dass auch wirklich nur einer drin vorkommt, sonst schmeißt es eine Exception. Ja? Sprich, unser einer Unit-Test, den wir vorhin gemacht haben, wenn es zwei Einträge gibt, dann gibt den ersten zurück. Der würde hier nicht funktionieren, weil hier eine Exception geschmissen würde. Schneller ist First, also von der Performance her, aber ich verwende Single, wo ich davon ausgehen muss, dass es nur einmal vorkommt, eben um dieses Fail-Fast-Prinzip, ja, dass man möglichst schnell auf Fehler trifft, dass man hier auf die Schnauze fliegt. Was ich hier noch gemacht habe, ist die Employee-ID, welche hier im Konstruktor übergeben wird oder übergeben werden muss, damit die Query ausgeführt werden kann. Die habe ich
also auf Public gesetzt, dass man zumindest die auslesen kann, das brauche ich für den Unit-Test. Gäbe noch eine andere Lösung, da muss man das nicht extra öffentlich machen, aber ich sehe da jetzt groß keine Probleme drin, das öffentlich zu machen, was setzen kann man sowieso nicht von außen. Ja. So, dann holen wir eben hier unten uns über, machen wir uns die Query, ja, get employee by ID Query, dann über die Unit of Work führe ich wieder die Query aus und gebe diesen Employee zurück. Dann führe ich eben diese Validierung aus. Und zwar sagt die in unserem vorliegenden Fall, wenn also das HireDate null wäre, dann soll das HireDate auf jetzt gesetzt und abgespeichert werden. Und hier gebe ich das noch kurz über die Konsole aus. Hier sieht man, ich verwende dann eben für Methodennamen doch ein bisschen sprechendere Sachen, wo man möglichst aus dem Methodennamen an sich schon rauslesen können sollte, was da gemacht wird. So, das wäre jetzt eben so eine Business-Logik, ein typisches Szenario, was man jetzt testen wollte. Inwieweit das Ganze nochmal abzukapseln und vielleicht eigene Repositories zu schreiben sind, das erörtern wir gerne in einem weiteren Webcast. Vielleicht kann da auch Gregor und noch jemand anders, ich komme gar nicht mehr auf den Namen, das tut mir jetzt echt leid, dass die vielleicht hier auch mal ihre Lösungsansätze zeigen, wie sie das trennen in die Schichten. Und so, jetzt schauen wir uns das mal an. Also auch hier im vorliegenden Fall die Specs direkt bei der Klasse dabei. Und hier verwenden wir jetzt auch schon das Mocking-Framework Fake It Easy, dass wir das nicht von Hand machen müssen. Wäre allerdings auch kein Problem. Habe ich auch an ein paar Stellen gemacht, wo einfach das, wo es einfach ist, den Mock selber zu implementieren, statt Fake It Easy zu verwenden. Und zwar haben wir hier als gegeben, when HireDate is unknown. Und dann haben wir zwei Fälle, die durchgeführt werden sollen. It should update. Sprich, das HireDate sollte aufs jetzige Datum gesetzt werden. Ich mache hier an dieser Stelle nur eine Prüfung, ist es jetzt ungleich null? Ja. Wenn ich wirklich Datum prüfen wollte, dann sollte ich an dieser Stelle dieses Daytime Now abstrahieren. Wir verwenden bei uns intern nie Daytime.now. Hier wird immer, wir haben eine iClock und die hat dann eben wiederum ein Now oder ein Punkt Today. Und so verwenden wir Implementierungen für Datumsangaben oder wo eben solche Datumswerte abgefragt werden, weil sonst können wir das Ganze nicht testen. Ich habe da auch mal einen Blog-Eintrag dazu geschrieben, das ist eigentlich nicht schwierig. Ich würde immer vermeiden, wenn man sieht, daytime.now, man merkt schon, statischer Code, einfach wieder Gift fürs Testen. Ne? So, also deswegen prüfe ich hier einfach should not be null, weil ich eben hier jetzt nicht noch für die Klasse das Ganze implementieren wollte, für diese Clock das Ganze implementieren wollte. Und der zweite Test, den ich auch noch machen möchte, ist, ob auch wirklich ein Commit aufgeführt wurde und auch, ob dieses genau einmal ausgeführt wurde. Ja, das ist auch noch sowas, was ich testen möchte, weil gesetzt werden kann das ja, aber wenn man es nicht abspeichert, dann bringt einem das Ganze gar nichts. Das dürfte klar sein. So, wie habe ich diesen Test geschrieben? Ich habe einen Dummy-Employee angelegt, da unsere Domain ja sowieso frei ist von Entity-Framework-Referenzen, ist das im Prinzip ein reines POCO. Wobei, ich würde sogar eigentlich von einem DTO sprechen, weil im Prinzip wird da drin keinerlei Logik, das sind wirklich reine Properties. Von daher wäre das in unserem Fall eigentlich ein DTO, das wäre die korrektere Bezeichnung. Und dann mache ich mir einen Fake von iUnit of Work. So ist also die Syntax von Fake It Easy, ich finde das sehr sprechend. Und dann sage ich noch, was passiert denn, wenn ich auf iUnit of Work zugreife, sprich Call to, und hier kann ich wiederum nochmal sagen, dass ich das speziell einschränke, also iCall to, Unit of Work Execute Query. Ne? Jetzt könnte ich sagen, okay, egal was als Parameter kommt, gib mir auf jeden Fall das und das zurück. Ich möchte aber sagen, dass auch wirklich nur wenn dieses getEmployeeByID und genau mit dieser ID übergeben wurde, also aufgerufen wurde, dass nur in diesem Fall dieser Dummy-Employee zurückgegeben wird. Wenn man hier sieht,
Das hier wäre jetzt quasi der Parameter, den man bräuchte. Den könnte man eben auf Ignored setzen, dass es egal ist, was da reinkommt. Ich habe jetzt aber genau spezifisch gesagt, es soll von diesem Typ oder diese Query-Typ sein. Und zusätzlich soll von dieser Query auch noch die Employee-ID, die wir ja jetzt eben in unserer Query, ich gehe mal ganz kurz nochmal rein, Northwind, hier, deswegen habe ich die public gemacht, damit ich die von außen prüfen kann, wenn diese ID gleich der Dummy-Employee-ID ist, nämlich 1, habe ich hier oben festgesetzt. Nur in dem Fall soll auch der Dummy-Employee abgefragt, zurückgegeben werden, sorry. Ja. Also hier wird bei dem Ensure Valid Hire Date wird eben diese 1 übergeben und auch nur dann, wenn es tatsächlich korrekt weitergeleitet wird, hier im Untergrund, hier, nur wenn das hier auch tatsächlich korrekt weitergegeben wird, kann dann auch der Test erfolgreich sein. Und jetzt erzeuge ich wieder meine System Under Test. Im Because Of, sprich dem Act, führe ich dann die Methode, die ich testen wollte, aus und über zwei Should Befehle mache ich zweimal ein Assert. Und das Tolle hier ist jetzt beispielsweise, ich kann hier über Fake it Easy auch prüfen, ob einfach eine Methode aufgerufen wurde. Call to uow.commit und genau einmal. Ja, hier gäbe es auch twice. Twice gibt es auch und es gibt noch, man kann sagen, wie oft es aufgerufen werden sollte. Kann zum Beispiel bei Threading auch eventuell hilfreich sein, habe ich mal verwendet da. So, jetzt führen wir mal den Test aus. Run Unit Test. Also, alles gut. So, und jetzt könnte man mal sehen, was passiert denn, wenn ich in meinem Code hier nicht mehr das Employee aufrufe, sondern, also mit dieser ID, sondern eine eigene. Und genau. Also das Should Update schlägt fehl. Das Commit wird immer noch ausgeführt, es committet dann halt nichts, sprich es ändert nichts in der Datenbank, weil ja keine Änderung an irgendeiner Entität durchgeführt wurde. Aber das Update schlägt auf jeden Fall fehl, weil es kommt nichts zurück. Ja, also ändern wir den Code wieder zurück. Machen wir das mal zu. Hier ändern wir den Code wieder. Und jetzt könnte man vielleicht noch machen UOW Commit, dass man sieht, was hier auch passieren könnte. Und jetzt ist nämlich das Update wieder grün, aber jetzt wurde hier das zweimal aufgerufen. Expected to find it exactly once, but found it two times. Ne? Und von daher, dieser zu testen, ist das eigentlich aus meiner Sicht relativ trivial, wenn man entsprechende Frameworks verwenden will, kann man das machen. Man kann auch sich selber die Implementierung schreiben, sprich ich könnte mir auch in meiner Testgeschichte statt hier ein Fake von iUnit of Work zu machen, könnte ich mir auch pass mal auf, machen wir das Class Unit of Work Dummy iUnit of Work und könnt mir das Ganze hier eben implementieren, was ich da bräuchte. In unserem Fall wäre das eben nur Execute Query. Macht es auf jeden Fall aufwendig. Es dürfte jedem klar sein, der mal ein bisschen selber solche Mocks geschrieben hat. Dann kann ich noch kurz zeigen, wie man das Ganze jetzt im Programmcode verwendet, diese Business Logic. Wenn man das denn so nennen will, wie gesagt, soll jetzt nur ein schnelles Beispiel sein. Und zwar habe ich das auch im Container registriert. Ich habe hier einen Installer geschrieben, der diese Geschäftslogik unten für dieses Interface implementiert. Lifestyle Transient, das heißt, ich kriege jedes Mal Neues. Hier spielt es auch schon in die Richtung, was sollte der Lebenszyklus von einer Unit of Work bzw. von dem Entity Framework Kontext sein. Das werde ich auch ganz oft gefragt. Das kommt darauf an. Ja. Das ist immer abhängig davon, wo man sich gerade befindet. Je kürzer, desto besser. Ja. Das ist auf jeden Fall mal eine Weise, die ich mitgeben will. Ich werde in den zukünftigen Webcasts auch noch darauf zu sprechen kommen, was denn so
in diversen Fällen beste Ansätze sind, also bei WinForms, dann bei WPF, WCF, Web Services, da kommen wir alles noch drauf zu sprechen. Wichtig ist, dass unser IOC-Container hier schon viel abnimmt, weil ich resolve mir hier diese Business-Logic, die kriegt implizit eine neue Unit of Work reingereicht, beziehungsweise es kommt jetzt drauf an, wie das konfiguriert ist. Schauen wir ganz kurz hier in den Installer. Unit of Work, Lifestyle Transient, was wiederum bedeutet, die Unit of Work, die ich in meine Geschäftslogik reingereicht bekomme, ist eine andere wie die, die ich mir hier beispielsweise raushole. So, und die hole ich mir wie gesagt raus, führe die Methode aus und mache über Release, gebe ich das Ganze wieder frei. So, und jetzt steppen wir das Ganze vielleicht mal noch kurz durch, damit wir sehen, dass das auch funktioniert. HireDate. Also, wie gesagt, diese Unit of Work ist eine andere, wie die, die später hier unten verwendet werden wird. Die wird sowieso, wenn man hier aus dem Using rausgeht, ja wieder disposed. So, Name des ersten Eintrags ist dieser Nancy Davolio. Das HireDate ist der 6.1.1992. Ich setze das jetzt hier auf Null, ja, damit eben dieses Kriterium erfüllt ist, dass das HireDate ungültig ist. So, ich kopiere mir jetzt hier kurz die ID raus, damit auch später genau dieser Employee wieder verwendet wird. Committe das Ganze. Damit ist es gespeichert, jetzt ist die Unit of Work wieder disposed. So, jetzt hole ich mir die Geschäftslogik. So, und jetzt, wir gucken noch hier, hier wurde noch nichts angezeigt. Und jetzt führe ich das Ganze eben aus. Jetzt können wir mal kurz reinsteppen. Jetzt hole ich mir den Employee. Und jetzt setze ich das Datum, schauen wir mal, has value, hat es keins, sehr gut. Ich setze ein Datum, ich committe das Ganze, ich gebe das noch hier kurz aus. Ja. Ist auf heute gesetzt worden. Hier sehen wir auch, das ist wie gesagt der gleiche Name, logischerweise, da es die gleiche ID hat. Und dann setze ich hier das Datum und damit ist meine Geschäftslogik erledigt. Ich schmeiße wieder die Komponente, die ich aufgelöst habe, weg. Ganz wichtig bei IOC-Containern, alles, was ihr selbst von Hand auflöst, müsst ihr auch selbst wieder releasen, weil das Ganze schon im Speicher hängen bleibt. Also sprich, ihr kriegt diese Ghost-Objekte, die euch den Speicher auffressen. Ja, ich hoffe, das war hilfreich. Damit hätten wir einen ganz wesentlichen Punkt mal abgeschlossen für das Unit-Testen. Wir werden noch ein, zwei, vielleicht auch drei Webcasts machen, wo ich noch ein paar Details und ein paar Tipps gebe, beispielsweise wie man Include, was uns ja das Entity Framework out of the box bietet, wie man dieses Include auch verwenden kann in seiner Unit of Work, obwohl ja, wie gesagt, diese Abhängigkeit zum Entity Framework draußen bleiben soll. Wir werden sehen, wie wir für die Modelle vorgenerierte Views machen kann, damit die Startup-Time vom Entity-Framework beim ersten Zugriff deutlich beschleunigt wird. Hier soll ich vielleicht auch noch erwähnen, das Entity-Framework ist beim allerersten Zugriff doch recht langsam. Ja. Sobald man einmal alles gecached hat, das wird in der Regel in der App-Domain alles abgelegt, sprich zum Beispiel der Meta-Connection-String und so weiter, das wird alles, wenn die Anwendung gestartet wird, einmalig initiiert, wird in der App-Domain abgespeichert. Und wenn man dann immer wieder hier neue Kontexte erzeugt, ja, hier neu, dann muss jedes Mal wieder ein neuer Kontext für Entity Framework erstellt werden. Das geht dann recht schnell. Ja. Das ist also nicht zu vergleichen mit dem allerersten Zugriff, der ist extrem langsam, eben weil das Ganze erzeugt werden muss. Und das heißt, dieser Grund, warum viele gesagt haben, ja, wir lassen den Kontext die komplette Lifetime der Anwendung über bestehen, weil es so langsam ist, ist obsolet. Das wurde schon lang im Entity Framework verbessert, dass es nicht mehr so lang dauert, das ist nur beim ersten Zugriff. Und auch das werden wir sehen, wie wir diesen ersten Zugriff nochmal deutlich beschleunigen können. Also wir haben das bei uns gemacht und haben, ich glaube, 20 Sekunden oder so, weil wir einen recht großen Kontext noch haben. Auch das würde ich nicht empfehlen, so große Kontext ist einfach aufgrund von unserem Legacy-Code entstanden. Aber auf jeden Fall haben wir hier deutlich die Zeit nach unten beschleunigt. Entschuldigung, nicht nach unten, sondern die erste Erzeugung des Kontexts, die Zeit, haben wir deutlich reduziert bekommen.
Ja, so viel, wenn ihr Webcast gerne zu Machine Specifications, Fake It Easy oder auch vielleicht IOC-Container hören wollt, einfach mich anschreiben, dann gucke ich mal, dass ich da auch was in die Pipe reinhaue.